Wir machen direkt weiter, sonst wären wir nie fertig. Weniger als vorher. Naja, so viel weniger auch nicht. Ja, jetzt werden sie langsam mehr. Jetzt machen sie auf. Ne? Hm. Wie der Herr Röder, langsam kommen sie zu Bewusstsein. Oh, nee, doch nicht. Jetzt gibt's. Ich dachte eben, die Leiter würde auf jeden Fall. So. Und Ende. Jetzt zählt's. Und zwar geht's die Leiter nach oben. Jo. Wow. Mal wieder klettern. Das wirft ein ganz anderes Licht jetzt auf die Situation. Das ist halt geil, wie die sich nur beschweren. Wir machen weniger Leute als vorher. Wow, ganz anderes Licht auf die Situation. Das sind eure Zuschauer, die gerade abgestimmt haben, ihr Kackmuffel. Muss man eben so. Muss ich die Taktik ändern. Wer will vorgehen? Wir wissen also noch, ihr wart an der Garage. Ihr nähert euch jetzt der Garage und ihr schätzt auf jeden Fall die Leiter als den sinnvollsten Weg ein. Ist die Leiter stabil genug, ja, dass die uns alle hält? Okay. Ja, also das ist wirklich eine solide Metallleiter, die an der Seite ist. Das ist ein beschissener Vote. Das ist wahr. Ja, dann klettern wir hoch. Auch nichts mehr. Ja, Ben hat das. Aber wir müssen jetzt die alle einzeln werfen, Boot A geht nicht, können, oder? Ja, bis jetzt hat noch also nur. Ich gehe hoch. Ja. Ich gehe auch hoch. Okay. Wir gehen alle hoch. Die vier klettern die Leiter hinauf. Oben angekommen befindet ihr euch auf einer so einer Art kleinen Plattform, die am Dach entlang führt, quasi schräg. Ihr könnt von dort aus ins Innere der Garage blicken und ihr seht den Wagen. Was ist das für ein Wagen? An diesem macht sich gerade der Fremde zu schaffen. Was ist das für ein Wagen? Ein sehr guter Wagen. Ja, was? Ein Sportwagen. Ja, ein Sportwagen. Was denn für ein Sportwagen? Sehr guter Sportwagen. Zwei Sitze. Ach, Herr Röder, Sie alter Scherzball. Deswegen habe ich Sie so gern. Mit einer Rückbank, auf der noch zwei Personen Platz finden würden. Der Plan fürs nächste Pen & Paper ist, dass ich körperlich vor Ort bin, ja. Außer es geht so gar nicht wegen Einreisebestimmungen. Das ist, also wenn Corona uns jetzt nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, machen wir das online. Eigentlich ist der Plan, dass ich in Deutschland bin. Sollte das absolut nicht klappen, machen wir es trotzdem. Also dann komme ich nicht nach Deutschland, aber dann machen wir das live. Also die Flinte lehnt neben ihm am Wagen. Er ist an der Motorhaube. Eines der Fenster, durch die ihr sehen könnt, ist halb offen. Darunter ist so eine Art, ja, wie so eine Galerie, das klingt immer so fein, aber ihr könntet quasi durchklettern und wäret auf der zweiten Ebene dieser Garage. Und könntet dann auch über eine Treppe nach unten. Wie tief ist es? Ich muss es aufmalen. Das sind schon 4 Meter, also ist schon relativ hoch. Aber er ist halt auch abgelenkt. Und ganz kurz nur, um die Situation zu überblicken, der ist sozusagen kopfüber in der Motorhaube. Genau. Oh, geil, man muss eigentlich die Motorhaube ihm auf den Kopf knallen. Ja. Oder also auf die Gefahr, das Auto kaputt zu machen. Ich schlag nur vor, ich verspreche das, ich flüstere den von oben, Schmorf kann sehr gut fallen. Schmorf fällt einfach auf die Motorhaube, auf ihn drauf. Ja. Aber ihr seid nicht über ihm, ich sag's euch nur, ne? Ja, okay. Wie ist es denn, also nur damit ich die Konstruktion richtig einschätze, können wir das so machen, dass, wir sind doch gerade die Leiter hoch. Ja, ihr seid höher, aber ihr seid nicht direkt über ihm. Das meint, also ihr könnt jetzt nicht was runterfallen lassen, es fällt ihm auf den Kopf. Aber werfen würde gehen. Könnte ich mich da an das Fenster legen, mit der Pistole auf ihn zielen und in der Zwischenzeit schleichen die anderen sich irgendwie runter? Also können die sich darunter schleichen oder ist das zu hoch? Aber die Pistole ist doch immer noch unheimlich. Ja, aber das weiß er doch nicht, das ist doch nicht derselbe Typ. Ist es ein Zombie oder ist es ein... Nee, das ist der Typ, der den ich weiß gar nicht, woher ich weiß, welche Fragen ich einfach ignorieren kann. Also er hat mir ja gerade eine Frage gestellt, ich habe das einfach ignoriert. Und er begehrt auch gar nicht auf. Nils sagt doch gar nichts. Nils sagt einfach so, ja, okay, wurde einfach ignoriert. Wir sind uns, glaube ich, schon einig, dass das einfach das meiste nur geblubber ist, dass wir so uns gegenseitig zuwerfen. Ah, der das... Ja, aber warum sind wir überhaupt so anti? Ich meine, wir wollen doch... Sein Auto ist dein Auto, ist unser Auto. Lass uns doch mal mit dem Typ gesehen, der hat den anderen von direkt abgestochen und gelootet. Ja, aber es ist eine harte Welt und so. Da muss man vielleicht, weiß der nicht, was vorgefallen ist auch. Wie? Ja, eben. Zwischen den beiden. Willst du das Risiko eingehen? Wie wäre es, wenn ich ihn ablenke, während ihr irgendwas macht? Okay, du bist eh nackt. Das stimmt. Nils hat meine Hose. Bist du wirklich nackt? Naja, ich habe mein letztes Hemd, sprichwörtlich, obwohl es eine Hose ist, an Herr... Er hat mir die Hose gegeben und ich habe sie angeblickt und weitergereicht an Stanley. Ich habe sie verbrannt. Ja, ich habe sie ja. Ich habe sie hier. Also so ist nicht. Lass uns mal bitte sagen, du bist nicht nackt. Aber Moment, jetzt für den. Wieso? Aber für den Fall, jetzt ist es doch gerade ganz praktisch. Okay, wenn du willst, jetzt wäre es praktisch, sich auszuziehen. Okay, ich. Ich habe sie schon ausgezogen. Bevor wir okay. Okay, das ist echt, das ist okay. Ja, wenn du nackt bist. Okay.
Ja, jetzt bist du nackt. Nee, tatsächlich, weil noch, der sieht uns nicht. Nee, tatsächlich. Der ist mit seinem scheiß Oberkörper in der Motorhaube drin. Ja, dann lass uns anschleichen. Ich finde es aber echt ganz in Ordnung. Drei von uns machen sich kampfbereit. Nils, du bleibst echt oben mit der Waffe. Die Geste. Aber Moment, das mit der Waffe macht nur... Also ich sprüll ihn an, hey. Noch nicht. Aber das macht ja nur Sinn, wenn er drauf reinfällt, dass die geladen ist. Ja. In dem Moment, wo er die Knarre nimmt und auf dich zielt, weil er einfach Panik reagiert, sind wir schon also am Arsch. Erstmal, wenn, also pass mal auf, wenn einer auf, mit mir, wenn einer zu mir sagt, hey, Hände hoch. Dann hältst, machst du es sofort. Und ich guck und er hat eine fucking Waffe, dann gehe ich nicht das Risiko ein, oh, vielleicht ist sie nicht geladen. Vielleicht blufft er ja nur. Er hat natürlich aber auch nichts zu verlieren, ne? Ja, aber, doch, ja gut, er ist sein Leben ja, zu verlieren. Ja, natürlich, aber weißt du, was denkt er, was passiert, wenn er nicht nach der Waffe greift? Ja gut, aber... Dass du ihm alles wegnimmst und er ohne seinen Scheiß da bleiben muss. Ja, und er hätte trotzdem noch eine Chance. Auch hallo, wir brauchen noch nicht drüber zu diskutieren. Ja. Die Shotgun liegt neben ihm. Wie, wir brauchen nicht drüber diskutieren? Müssen wir drüber diskutieren. Nein, darüber müssen wir nicht... Exakt, das ist der Sinn dieser Situation gerade. Also ich dachte, ihr schleicht runter, ja. ich lenke ihn ab und sage Hände hoch. In dem Moment ist er voll auf mich fixiert und dann, egal was er macht, ihr habt einer die Chance... Einer greift sich die Shotgun. Ich würde sie mir gerne greifen, weil ich ganz gut mit Waffen umgehe. Entschuldigung. Oder er, also Entschuldigung. Deswegen. Ich kann wenig gut machen. Wir können ja mal vergleichen. Mein lieber Schmied. Ich versuche. Ja, wir können vergleichen. Wie viel hast du auf Schusswaffen? Das können wir doch machen, wenn wir die Waffe haben. Ja, es muss ja entschieden werden, wer die Waffe nimmt. Ja. Ja. Schusswaffen, Pistole 1. Ja, ist ein Gewehr. Schusswaffen, Gewehre auch 1. Haben Sie da mehr? 12. Das ist knapp. Soll der okay, na, folgender Vorschlag. Ich lasse ihn die Waffe. Ich werd ihn dann sozusagen Motorhaube, also ist nur ein Vorschlag, Motor runter und greife ihn mir von hinten. Und beides gleichzeitig oder was? Das ist dein Plan sozusagen jetzt. Was ist jetzt, wie, was? Ich skizziere nochmal die Gesamtsituation. Du, das ist so geil, wo die versucht, irgendeinen normalen, konstruktiven Vorschlag zu machen. Jetzt fahrt. Du schnappst dir die Schrotflinte, die ja da irgendwo auf dem Sitz liegt, richtig? Ja? Die lehnt so an den Wagen. Ich hab das doch gut. Hier sollte doch der mit dem besten Schleichwert machen. Da ist die Schrotflinte. Ja, das ja ist aber die Situation zwei gleichzeitig. Ich kann dir mal kurz zeigen, so sieht die Situation gerade aus. Aber wir müssen da irgendwie runterkommen, ne? Wir sind auf dieser... Ja, hier sieht man sehr deutlich die Schrotflinte. Ihr seid noch außerhalb, also ihr seid noch nicht mal im Gebäude. Und da ist der Typ. Okay, fuck. Er steht eher vor dem Wagen. Ey, wir kommen so da ungefähr. So nicht einfach rein. Aber komm, wir müssen da jetzt irgendwie Hauke rein. Hauke wird uns niemals da reinkommen lassen, ohne dass der Typ die Schrotflinte kriegt. Junge, Ben, guck mal. Wir müssen da jetzt irgendwie rein. Hauke wird uns niemals da reinkommen lassen. Da ist Ben. Was macht der da? Und ohne, dass der Typ die Schrotflinte kriegt. Ach, sich ein Bier holen. Hauke wird uns niemals... Da steht der Bierkasten. So geil, Ben kommt ins Bild, nur um sich Bier zu holen. Ey, ist das großartig. Bier austauschen, von wegen. Der holt sich selber Bier. Kann reinkommen lassen, ohne dass der Typ die Schrotflinte kriegt. Meine Theorie ist, dass die Schrotflinte gar nicht geladen ist. Weil sonst hätte der Typ mit der Schrotflinte ja nicht den einen erstochen. Wieso, wenn er wollte Munition sparen. Wieso, der Typ hat doch geschossen. Er hat doch auf geklaut, die Schrotflinte. Da ist auf jeden Fall mindestens eine Kugel drin gewesen. Ja. Zwei Schüsse. Ja, ein Warnschuss, ein Schuss auf Nils. Mein Vorschlag ist nach wie vor, ich bleibe oben am Fenster, ziel auf den Typen, ihr schleicht euch runter. Ja, aber da ist sie doch jetzt leer. Nee, kann er acht. Können wir das jetzt einfach mal abstimmen? Ja, bitte was? So, dafür oder dagegen? Nochmal was, genau. Ich bleibe oben am Fenster, warte, bis ihr unten seid. Wenn ihr unten seid, sage ich, Hände hoch, du Schwein, geh weg von meiner Karre, du. Ich bin Jeronimo Röder, ich ziel auf dich. Ich bin Jeronimo Röder, ich ziel auf dich. Wenn es gibt noch die andere sehr freundliche Bedrohung. Ich würde die Ansage gerne mal hören. Warte, bis ihr unten seid. Wenn ihr unten seid, sage ich Hände hoch, du Schwein, geh weg von meiner Karre. Ich bin Jeronimo Röder, ich ziel auf dich. Ich bin Jeronimo Röder, ich ziel auf dich. Es gibt noch die andere, es gibt noch die andere Variante. Eine sehr freundliche Bedrohung. Es gibt noch die andere Variante. Ich bin Jeronimo Röder und ich ziel auf sie. Das ist die rabiate Variante, dass ich tatsächlich versuche, von oben, von dieser Balustrade, einfach oben auf die fucking auf mein Auto springen, oder? Es ist die schnellste und effiziente Möglichkeit, ihn aufzuschalten. Aber nur um jetzt, ich will gar nicht, die Idee ist nicht, nee, aber sie ist unmöglich. Der Wagen ist echt zu weit. Also ist sie doch schlecht. Ja, natürlich wäre es theoretisch klar. Du sagst, die Idee ist nicht schlecht, aber sie ist unmöglich. Ich sag ihm, es ist eine schlechte Idee. Ich sag ihm, es ist 4 Meter hoch. Und er sagt, die Definition einer schlechten Idee ist, dass sie unmöglich ist. Es ist zu weit weg. Er ist wirklich nicht direkt unter uns. Ja gut. Dann will ich bis heute nicht zustimmen. Eine Idee kann sehr gut sein, aber es ist halt unmöglich. Schleichen, was habt ihr für Werte? Sie ist nicht schlecht, aber sie ist unmöglich. Ich bin ganz gut. 5. 5? Ja. So lustig finde. Denn, also, ne? Eine Idee kann sehr wohl sehr, sehr gut sein, aber halt unmöglich. Ich sag mal, mit Buntstiften den Welthunger bekämpfen ist erstmal keine schlechte Idee. Funktioniert nur halt nicht. Ja. Ja, die Idee einem von einem Hoverboard ist auch super, das nicht schlecht, aber es ist halt unmöglich. Röder ist als Jäger. Viel besseres Beispiel. Das ist ein voll gutes Beispiel.
Ein Hoverboard ist eine hammergute Idee, ist nur halt unmöglich. Situation wenig hilfreich. Was hast du in Schleichen? Ein Hoverboard wäre sauber. Was habe ich in Schleichen? Ja, wie ist dein Wert in Schleichen? Ja, der ist gut natürlich. Das sagst du jedes Mal und dann sagst du eins. Du hast gesagt, wir sollen überall eins machen, damit wir es können. Haben das andere so gemacht? Nein. Habe ich das so gesagt? Nein. Gut, ich habe bei Schleichen eins. Röder. Röder schleicht sich runter. Ah, nein. Ja, gut, danke schön. Wir beide gehen zusammen runter. Ja. Ich muss doch die Schusswaffe kriegen, rafft ihr es nicht? Ja. Ja. Warum? Ja, die kann man doch auch später immer noch umverteilen. Nils, vergiss es. Nils, ich weiß, was du von mir willst. Du willst, dass ich ihm die Schusswaffe gebe. Ja, danke schön. Du willst mich überreden, das zu tun. Nein, ich will dieses Auto haben und den Typen überwältigen. Ich sag dir jetzt, das ist jetzt eine Leihgabe, sag ich dir. Ja, aber das ist doch eine leere Knarre. Aber das, der Plan ist doch der gleiche. Und am Ende sagst du, kannst du behalten, ich nehme die geladene Schrotflinte. Ich kenne dich doch. Ja, komm. So. Rudi und ich schleichen versuchen wir sich gönnerhaft eine leere versuchen uns anzuschleichen. Beide. Gestohlen hat und ja, also ich schleiche zuerst. Oder warte mal, wie viel hast du bei Schleichen? Drei. Weil wenn es einer nicht schafft, ist das vielleicht laut. Wie du bei Schleichen? Ja, aber dann... Wir müssen zu zweit kämpfen. Ja. Ich kann übrigens mal live spoilern. Meine neue Idee für das nächste Regelwerk, das ich machen würde, wäre, dass man quasi ein Talent hat und der Wert steigt und währenddessen gibt es immer so Thresholds, also so Meilensteine, nennen wir sie mal Meilensteine, die definieren, was das bedeutet, das so gut zu können. Zum Beispiel, das Talent ist von 0 bis 100 und 1 bis 20 ist praktische Anwendung. 20 bis, also 1 bis 4, also alles zwischen 20 und 40 bedeutet, du kannst mit diesem Talent auch auf theoretische Anwendung würfeln. Im Beispiel Waffen zum Beispiel. 1 bis 20 bedeutet, ich kann eine Waffe abfeuern. Also sobald ich mehr als 20 habe, bedeutet das, ich habe auch theoretisches Wissen über Waffen. Sobald ich mehr als 40 habe, bedeutet das, ich habe auch historisches Wissen zum Beispiel. Oder ich kann Waffen auch bauen. Also ich kann praktisch angewendete Waffen bauen. Ich kann sie nicht nur pflegen, ich kann auch Waffen bauen. So. Und sobald ich darüber komme, kann ich sogar improvisiertes Wissen haben. Also ich kann abstrahiert im Sektor Waffen auch aus Dingen, die nicht mal Waffen sind, theoretisch Waffen bauen. Ja, so ähnliche Systeme gibt es schon in Videospielen, aber die Idee ist halt, dass man es auf ein Pen and Paper überträgt. Und ich würfel dann ganz normal auf den hohen Wert, aber je höher der Wert, desto mehr Anwendung dieser Wissensgruppe kann ich machen. Weil Waffen war für mich immer so ein Ding. Schusswaffen, also Waffenschießen und Schusswaffentechnik sind immer so. Und man könnte hier zum Beispiel machen, 1 bis 10 Handfeuerwaffen. Ne, sobald ich über 10 komme, kann ich auch großkalibrige Waffen anwenden. Sobald ich über 20 komme, kann ich auch Maschinengewehre abfeuern und so. Ja. Ja. Ja, wir probieren jetzt beide. Jäger. Und ich probiere jetzt beide. Wir schleichen uns beide an. Okay. Ihr müsst eine Klettern- und eine Schleichenprobe bestehen. Was machst du denn? Ja, ist kein Problem. Und bei mir sind beide. Alle. Ich bin einfach. Ich wollte nackt. Aber nein. Na gut, immerhin. Was willst du denn? Ich bin weiter nackt auf dem Dach oder mit Hose oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat mich keiner gefragt, was ich machen will. Pass auf, du legst dich jetzt dahin, zielst mit der Pistole auf den Typen. Egal was passiert. Jetzt red doch mal mit dem nackten Mann. Kann ich bitte das jetzt einmal bitte in die Hand nehmen? Nein, die Beine haben ihre einmal, bevor wir so. Du legst dich bitte ans Fenster, zielst mit der Waffe auf ihn. Egal, und für den Fall, dass wir die Schleichenprobe verhauen und der Typ auf uns aufmerksam wird, schreist du sofort: Stehen bleiben, du mieses Schwein, ich hab dich im Visier, du. Was ich jetzt Schluss war? Ich hatte hier so Umeboshi ab. Umeboshi ab. Also da ist die Kamera. Umeboshi ab. Das sind so Weingummis gewesen mit Umeboshi-Geschmack. Waren tatsächlich ganz lecker. Umeboshi ist salzig eingelegte Pflaume. Salzig eingelegte saure Pflaume. Geh von Röder das Auto weg. Aber falls ihr es noch nie gegessen habt, ist eine ehrliche Empfehlung. Wenn ihr mal in Japan seid, Umeboshi, selbst wenn man es nicht mag, ist immer cool, was zu essen, was einfach einen Geschmack hat, den man vorher noch nie geschmeckt hat. Und Umeboshi ist so eine der wenigen Dinge, bei denen ich sage, ja, als ich das erste Mal gegessen habe, dachte ich, was zum Henker. Ich hätte nicht mal raten können, was das ist. So. Okay. Sagst du den? Ich bin Geronimo Röder. Du bist der absolute Backup, so, weißt du? Und wir machen jetzt Klettern. Ich werfe jetzt auf Klettern. So. Ich gehe da jetzt runter. Klettern und Schleichen. Ja, erstmal gehe ich da jetzt runter. Bei Klettern habe ich nur eine 1. Okay. Aber das wird schon alles. Klettern habe ich eine 5. Ich bin auch dabei. Ja, so, Klettern und Schleichen um 5 erleichtert. Ja. 19. Das war dann 5. Er hat auch mit einer 18 eröffnet. Ich habe es gesehen. Okay, also habe ich 5, 14 und 3 verfehlt. Wie viel hattest du erleichtert? Was ist Mochi? Mochi ist Reis, ganz fein gemahlener Reis, der dann mit einem Wasser und Sirup vermischt wird zu so einer Masse. Mochi heißt Mochi, weil Mochi Mochi ist so klebrig, so, was sagt man denn im Deutschen? Zäh, Mochi Mochi heißt so viel wie zäh, könnte man sagen.
um 5. Das ist echt, du hast um 5? Dann habe ich es geschafft. Am Ende bist ja, okay, du der dann habe ich es geschafft. Mit dem Auto nach Hause fährst. 18 wieder geschafft, wenn es um 5 verleitet. Nee, es ist ja nur einmal um 5. Kann ich jetzt auch viskös. Viskös ist nicht schlecht. Viskös. 10. Ich habe jetzt schon verloren, ne? Ja, das ist ja schon. Ich muss aber weiterwürfeln, ne? Du musst noch weiterwürfeln. Wie schlimm, dass du dir sagst, da noch 16. Wobei, viskös ist eigentlich eher neba-neba. Also, natto oder neba-neba. Also, viskös ist eigentlich neba-neba. Könnte noch schlimmer werden, das ist 3. Ja. Super, gegangen. Gratulation, weiter. Ja, okay. Klettern ist bei mir schief gegangen. Ja. Hat richtig gut funktioniert. Noch und schleichen jetzt auch nochmal, oder was? Nee, schleichen braucht ihr nicht mehr werfen. Da einer von euch schon Klettern Minimum nicht bestanden hat. Ihr versucht also reinzuklettern, aber ihr gebt ein Poltern von euch, der Typ bemerkt euch. Er guckt so schnell schon vorbei. Ja. Kann ich auch noch was machen? Ich habe noch eine Aktion übrig. Während der es bemerkt. Sein, okay, heißt. Während er es bemerkt, hast du noch kann ich jetzt wirklich, ich meine, der zieht doch jetzt wahrscheinlich seine Waffe. Ja, sagt auch Viskosität. Also, ja, sieht er, genau, okay. Also, er sieht, er steht noch vor dem Wagen und er macht zumindest anscheinend jetzt, er will seine Waffe jetzt. Hat er mich gesehen? Halt, stopp, du Dreckschwein! Nimm die Flossen weg von dem Gewehr! Diese Waffe ist nämlich geladen! Würfel mal auf einschüchtern. Wie, was mit einer Waffe kann? Um es nochmal zu sagen! Man doch nicht mehr würfeln! Setzt du ein nicht existierendes deutsches Wort und sagst, dass eine Übersetzung für das nicht existierende Wort richtiger ist als die andere? Hä? Egal, es ist. So viel Abstruses, es sei ja nicht mal die Energie, mich damit noch auseinanderzusetzen, die späte Uhrzeit. Diese Waffe ist nämlich geladen! Würfel mal auf einschüchtern. Wie, was mit einer Waffe kann? Um es nochmal zu sagen! Man doch nicht mehr würfeln! Also ich glaube, mich hat am meisten diese Nusskrümel in seinem Mund beeindruckt. Ja, jemand, der Nusskrümel. Also ich hatte spuckt, Todesangst, glaubt, dass die in meinem Auge landen. Wo ist denn einschüchtern? Manipulieren oder was? Unter Soziales. Ach, herrlich. Aber das ist auch jetzt erleichtert, mit der Waffe in der Hand hat man doch. Oder wir haben doch einschüchtern. Ja, die Türen haben wir. Achso, warte, dann suche ich mal eins raus, das gut ist. Manipulieren. Nee. Begeistern, führen, das hat ja nicht so gut geklappt bei dir bisher. Du hast auch 5. Hast du auch, oder was? Ich habe ab 3. Ich hab gesagt, ich bin der Leitwolf. Ja, doch. Ne? Auch wenn es ignoriert wurde. Ich habe mir so viele Punkte gegeben, die nichts bringen. Falschen, manipulieren, Menschen kennen, so, was überreden, lügen. Alles sehen wir ja auf der Jetzt sollst du nicht immer nackt rumrennen. Dann glaubt ja keiner. Ja, würfel mal auf. Ey, Leute, jetzt mal ganz ruhig. Ich hab's jetzt ein paar Mal gesehen. Netter Hinweis an andere Chatnutzer ist okay, aber Viola hat jetzt auch nicht so Absurdes gesagt, dass so Hinweise wie Google ist dein Freund, das finde ich extrem respektlos und unhöflich. Also, das ist kein Aufruf, auf einzelnen Chatnutzern rumzuhacken. Es tut mir ehrlich leid, wenn das jetzt dazu geführt hat, dass jetzt einzelne Leute dich irgendwie als doof darstellen oder so. Das war nicht meine Intention. Du hast, glaube ich, noch geschrieben, ja, viskös, das Wort gibt's doch gar nicht. Viskos oder viskös, viskös kannte ich auch nicht, aber viskos gibt's, das bedeutet zähflüssig. Und mein Punkt war, dass Mochi Mochi nicht zähflüssig meint, das ist Neba Neba. Neba Neba meint zähflüssig. Natto zum Beispiel, es wird als Neba Neba bestrichen. Oder Tororo wird als Neba Neba beschrieben. So, zähflüssig und klebrig. Mochi meint sowas wie, sehr sämig ist auch nicht so das Richtige, aber Mochi Mochi meint so, dass irgendwas so fluffig ist. Man kann da halt draufdrücken. Mochi Mochi fluffig ist gar nicht so schlecht. Wobei fluffig ist Fuda Fuda. Scheiße. Fluffig ist Fuda Fuda. Mochi Mochi heißt halt, weiß ich nicht, heißt halt auch irgendwas. Pampig ist auch nicht, das ist nicht pampig. Das bedeutet, Mochi ist, ja, wenn man drauf drückt, ist es so ein bisschen gummiartig. Elastisch ist gar nicht so schlecht. Elastisch ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mochi Mochi ist elastisch. Knautschig? Ja, ich finde, nee, ist nicht pappig. Elastisch ist nicht schlecht. Elastisch ist vielleicht das Beste, was mir gerade so einfällt. So, schlabbrig. Ja, schlabbrig ist schon wieder... Begeistern führen. Begeistern führen? Es kommt zumindest dem am nächsten, was wir ja, gerade... Ja, da habe ich 5. Hätte ich dir nicht sagen sollen, bevor du... Pampig ist, Google ist dein Freund. Das stimmt. Google ist dein Freund, ist ganz schön pampig. Wusstest du, dass du irgendwann komisch. Aber das ist auch erleichtert, oder? Mit einer Waffe dann hat man da andere Argumente als ohne Waffe. Aber wenn jemand anders ohne Waffe hat, hätte ich das... Ja, aber der ist dann noch gar nicht an der Waffe angelangt. Das ist doch der Grund, weshalb wir das vorher abgesprochen haben, dass er bedroht wird, bevor er zur Waffe greifen kann. Das war doch der ganze Plan. Okay. Ja. Ja, wirklich. Frag mal sie. Ja. Ich wollte ja keine erneute Patz-Situation so schaffen. Ich will ja... Wegen dir passiert das gerade. AU. 12.
Was hast du geworfen? Ich bin schon 2 Jahre drüber. Verstehst du? Abgas. Ja. Kleiner Scherz. Die Autobesitzer. So. Ja, das ist ja dann Nils zum Beispiel. Der Röder lacht kurz. Immerhin. So, also ja. Ich werf auf 12. 4. Sehr gut. Dann werfe ich nochmal. Nee, dann werfe ich auf CH. Auf Charme. Was? Charme? Charisma, okay. Charme? Achso. 8. Komm, jetzt mach keinen Scheiß. Shit, 19. Aber diese 19. Oder? Die rechnen nicht. Die kannst du abziehen. Wenn du 13, die Statistik ist zwar gar nicht möglich, dass so oft. Und 2. Sehr gut. Geschafft. Wie? Was? Du hast nicht geschafft, ne? Ich hab von du hast 3. Doch eine 19 geworfen. Ja, aber davor habe ich geschafft und danach habe ich geschafft. Ja, aber du kannst doch nicht die davor und danach kannst du nicht übertragen. Du hast einen der 3 nicht geschafft. Aber ich habe 2 von 3 geschafft. Ist ja auch eine Frage der Gewichtung. Okay, ich gewichte, dass du es nicht geschafft hast. Ja. Ja, scheiße. Tut mir leid, das ist halt nicht geschafft. So, also der Typ ist auf jeden Fall nicht sonderlich beeindruckt. Er greift nach seiner Waffe. Scheiße. Weiterhin, Simon wollte irgendwas tun. Also, Entschuldigung. Naja, ich wollte zumindest schon ankündigen, dass ich vorbereitet bin. Und die Konservendose, die ist ja, obwohl sie hier geöffnet ist, noch zu. Nehmen ja, wir an. Die ist noch zu. Die habe ich auf jeden Fall schon mal in der Hand. Ja, alles, was ich habe. Werfen hat sich bewährt. Und deswegen warte ich auf einen wo Moment. Wo hattest du die? Hm? Was? Wo hattest du die? Du bist doch nackt. Ja, es ist ein Batman-Rumzug, ist doch klar. Ja, ja. Das ist ja so geil, wenn du den Batman-Rumzug noch aufpasst. Ich hab mich doch wieder angezogen jetzt. Ich kann, also wenn ihr ein Problem mit meiner Nacktheit habt, weil ihr das nicht verkraftet, dann okay, zieh ich mich an. Ja. Aber es ist nee, so, okay, du ich bin nicht. Schmied, es ist bei mir... Ist auch geil, wie er daraus so einen Kampf gegen die Gesellschaft machen will. Alle haben das komplett akzeptiert. Ja, nee, ich bin halt einfach ein Rebell. So. Und alle so, ja, kannst halt nackt sein, stört mich halt nicht. Der Arsch heißt, den ganzen Tag läuft dir der Sipsch nur so. Das war für mich übrigens damals richtig schwer. Ich mach nochmal zurück, damit wir die Sipsch-Geschichte gleich nochmal hören. Das war für mich damals schwierig, weil ab dem Moment, wo er halt immer nackt ist, kann ich das halt nur ignorieren oder die komplette Welt kann sich nicht mehr ernst nehmen. Und ich habe mich damals entschieden, das zu ignorieren, dass er nackt ist. Weil ich einfach dachte, das würde ja jede soziale Interaktion komplett definieren. So. Also du kannst ja keine normale Interaktion mehr haben, wenn es immer darum geht, ja. Nee, ist so, okay, du hast ich bin nicht. Schmied, es ist bei mir arschheiß, den ganzen Tag läuft dir der Sipsch nur so runter durch die Arschritze bis zum Boden, in die Bodendielen. Deswegen sind die immer so schön, weißt du? Geölt. So, geölt. Und deswegen bin ich gerne nackt. Ja, ich stehe dazu. Und okay. Die Hose hat mir auch nicht viel geholfen bisher. Gut, das Thema Nacktheit hätte ich nicht. Ja, das alles sage ich euch, während ich auf dem Dach stehe und hier gerade da irgendwie. Dann nehme ich die Dose schon mal in die Hand und warte nur drauf. Auf eine Chance, dass ich vielleicht euch retten kann mit der letzten Sekunde. Mit der Dose, nicht der Hose. Mit der Auge, Dose. Wie weit sind wir denn überhaupt weg? Also wir haben uns bemerkbar gemacht. Ihr seid oben beide reingestolpert. Ihr steht jetzt auf dieser Galerie. Er greift jetzt nach seiner Waffe. Du schaffst es, die Dose auf jeden Fall in die Hand zu nehmen. Also du hast die Dose quasi wurfbereit. Er schnappt sich jetzt sein Gewehr und springt in Deckung. Das stehen Kästen relativ nah zu dem Auto und er sitzt hinter diesen Kästen jetzt in Deckung. Sehr gut. Gut für ihn, meine ich. Gut für ihn. Gut, er richtet gut? aber über den Kästen hinweg schon immer noch die Waffe auf euch. Auf wen denn? Wir sind ja verstreut. Ja, für ihn seid ihr zumindest alle oben auf diesem Galerieende quasi. Ach, Budi und ich sind da immer noch. Ihr seid da reingepoltert. Ihr seid halt im Gebäude und die anderen beiden sind vorm Fenster. Ja, aber eben, weil er hat ja den angeholt vom Fenster aus. Ja, genau. Auf dem Dach? Kann auch nicht ja, auf dem Dach und an dem Dach ist quasi so ein Seitenfenster. Ich verstehe, so ein... Ja, genau, okay, und dahinter ist so eine Art Galerie. Okay, so. Wie kommen wir von der Galerie runter? Was ist so die ja, erstmal, also, er... Beginnt jetzt trotzdem. Ey, ich wollte euch nie was tun, okay, Jungs? Ich will keinen Stress mit euch. Ich will nur den Wagen und raus hier. Ja, dann, ich will ja meine Position nicht preisgeben. Deine Position ist eh schon preisgegeben worden. Er sieht dich. Er sieht mich? Du stehst auf einer Galerie. Okay. Das hat auch in meinem Kopf, war das halt so Lagerhalle, wo oben so ein Metallgehweg ist, also Galerie, wo er halt einfach alles sehen kann. Und er so, ja, ich gebe meine Position nicht preis. Und für mich stand er da halt so komplett oben im Raum mit Tageslicht voll auf ihn drauf, so. Lass ihn nicht spüren, wo ich bin. Ziemlich. Du bist doch da reingepoltert. Oben im Raum. Also, du bist da reingefallen. Also wegen dir und also wegen euch beiden hat er euch mehr. Also ich bin mir nicht ganz, ich hab das noch nicht ganz... Also du kannst versuchen, deine Position nicht preiszugeben. Nicht. Ja, okay, dann sieht er mich, dann sage ich, ja, das glaube ich dir aufs Wort, aber das ist mein Wagen. Willst du mir etwa meinen Wagen klauen? Ist es schon so weit gekommen in dieser Welt? Wir sind doch alle zivilisierte Menschen. Ich sag, du kannst mir jetzt nicht meinen Wagen klauen. Ich glaube, hier musste ich erstmal überlegen, weiß der, dass das nicht Nils Wagen ist? Weil da hatte ich mir vorher nicht so Gedanken drüber gemacht, wem dieser Wagen wirklich gehört und woher er das wissen könnte alles und so. Ich habe was so gekrümelt. Also es ist mein Wagen.
Aber ich muss doch auch irgendwie wegkommen, ey. Ja, aber dann können wir doch miteinander reden, weil wir sind doch Menschen, aber wir können uns doch gegenseitig helfen. Du kannst mir doch nicht einfach den Wagen klauen. Ey, aber meine Tochter! Ja, die mit den Buntstiften oder was? Die da in der Gasse sitzt und weint. Wie oft willst du die Masche hier noch? Okay. Was ist mit deiner Tochter los? Das ist nicht der gleiche Fall. Was ist mit seiner Tochter los? Ja, wie muss meiner Tochter los? Ist die ist 8, Mann, wir wollen hier raus. Ja, das verstehe ich. Aber lass uns doch versuchen, gemeinsam zu arbeiten und nicht gegeneinander. Der Feind ist doch das Zombie. Ah, da war, glaube ich, das Problem, dass ich dann... Ah, wobei, die ziehen die Masche ja weiter durch. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da, warum ich da nicht gesagt habe, es ist nicht meine Tochter, es ist nicht seine Tochter. Naja, okay, vielleicht habt ihr irgendwie recht. Mein Name ist Geronimo Röder. Ich reiche ihm die Hand. Ihr seid noch voll weit voneinander weg. Ja, ja, aber das ist ja egal. Geste. Kann ja auch Geste ziehen. Geste. Mein Name ist Geronimo Röder. Ja, mein Name auch. Okay, er sagt... Wir kommen jetzt runter. Er sagt, hallo. Wir kommen jetzt runter. Geronimo, ich habe schon viel von dir gehört. Dankeschön. Vor allem den Namen. Wir kommen jetzt... Er hat ihn gesagt. Wie heißt du denn, mein Freund? Was, wie er heißt? Ja. Ja, wartet. Ah, Michael. Hallo Michael. Bist du von der Gegend hier oder was? Oder? Ja, kommt erstmal da runter, ey. Wir können ganz ruhig. Leg deine Waffe bitte erstmal weg. Endlich mal. Aber ich ziele immer noch auf. Ey, okay, nicht, pass auf. Ich nehme das Ding runter, ihr nehmt das Ding runter. Weglegen tue ich sie nicht. Ja, finde ich gut. Okay. Einverstanden. Okay, er steht auf, steht in der Kiste und er senkt die Waffe. Ja, finde ich super. Ich gehe runter von dieser Gegend. Nee, der hieß, glaube ich, wirklich Michael. Also, das war ein Charakter, den gab's. Der hieß so. Und ich möchte ihm die Hand schütteln, irgendwie sag, hey, sorry Mann, Alter, kein Beef, Alter, wir müssen noch zusammenhalten, wir Menschen gegen die Scheiß. Okay, er nimmt deine Hand nicht, aber er ist jetzt auch nicht, also... Aber er versteht macht, die Geste. Genau, wie viele Leute macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er in der nächsten... Okay, sind wir jetzt alle bei uns? Ich bin oben noch. Ich warte ab, er hat mich ja noch nicht gesehen. Ach, mit der Dose, ne? Ich guck mal, wie sich das entwickelt. Ja, das finde ich gut. Das ist ganz gut, einen in der Hinterhand zu haben. Ja, super. Es sei denn, ihr fahrt dann ohne mich weg. Ihr wart doch eben mehr, oder nicht? Hä? Also Sandman, das macht überhaupt keinen Sinn, der Einwand, finde ich ehrlich gesagt. Je komplizierter die Geschichte von jemandem ist, desto reifer wird doch der Charakter wahrscheinlich sein. Also die komplexe Geschichte war, glaube ich, dass Svea und Michael sich als Mutter, als Vater- und Tochterpaar ausgeben in der Apokalypse, weil das halt einfacher ist, damit Leute zu manipulieren. Das macht es doch glaubwürdiger, als wenn sie eine Geschichte hätte, in der das wirklich ihr Vater ist. Also den Charakter nicht mehr ernst nehmen kann. Also den Charakter nicht mehr ernst nehmen, sie ist halt Kind. Nicht. Ja, da oben sitzt noch der Schmorf. Ich schrei runter. Ja. Ich komm gleich. Das stimmt nicht. Nein, das ist leider. Ey, pass nicht auf. Ganz korrekt. Ihr habt meine Tochter gesehen. Das kleine Biest, oder was? Ist es so ein kleines. Ich glaube, hier habe ich da einfach drauf committed oder habe mich da auch mitnehmen, dass das die Tochter ist. Weil es ist nicht seine Tochter eigentlich, glaube ich, in der Lore. Es steht, glaube ich, auch im Abenteuer so, dass das nicht seine Tochter ist. 8-jähriges Mädchen. Svea, ja. Mit so einem Typen mit einem Bogen. War mit einem Typen zusammen, mit einem Bogen. Die hat in der Gasse gewartet. Das ist mein Kumpel. Und uns eine Falle gestellt. Ja, dein Kumpel. Ja, Mann, tut mir leid, aber ey, ihr wisst auch, wo wir hier unterwegs sind. Ey. Ja, ja, das stimmt. Vier Typen stimmt, kommen in irgendeine Gasse rein. Okay, Sam, ich verstehe deinen Punkt, glaube ich, nicht. Also, ist ja auch nicht schlimm. Ich verstehe deinen Punkt nur nicht. Klar, ne, versucht euch auszunehmen. Klar, und jetzt, absolut. Kennst du Tom, Tore, Susanne, Svea? Sag mir alles nix. Ja, Svea, siehst du? Die Kleine. Da kennen wir mehr als du. Svea kenne ich, ja. Das ist meine Tochter. Kennen wir mehr als du, ja. Ja, Mann, ey, das, ey, ich verstehe das total, Alter. Was ist mit Tom? Also, das hätten wir in deiner Stelle. Ey, pass auf, Jungs, wir machen Folgendes ab. Von mir aus könnt ihr den Wagen sogar haben. Danke, ist ja meiner. Das ist sehr nett von dir. Denn ohne Svea kann ich hier eh nicht weg. Ja. Okay. Pass auf, ich hole meinen Scheiß aus dem Kofferraum. Ich glaube, lass euch den Kram da, den ich nicht zum Reparieren gebraucht habe. Und dann könnt ihr euch mit dem Wagen verziehen und ich verziehe mich durch die Hintertür. Warum? Lass den Deal aber angehen. Warum? Ich will erstmal auch reden. Ich will die Knarre dafür. Aber ich tausche die Knarre. Nein! Ich tausche die Knarre gegen die Shotgun. Was, die ist leer? Das hab ich nicht. Mich hört doch keiner. Ja, ja. Ja, aber du hast recht. Okay, wir lassen es dir nochmal durch. Okay. Ich möchte. Also jetzt einmal Zusammenfassung. Der Vater von Svea wurde nicht erstochen, das war nicht ihr Vater. In meiner Vorstellung damals ist der Vater von Svea schon lange tot gewesen, bevor das alles passierte. Also Svea hat in dieser Geschichte keinen leiblichen Vater. Sie hat verschiedene Vaterfiguren. Eine davon ist Michael, mit der sie als Vater auftritt quasi. So, ganz wichtig auch nochmal, das wurde im Chat gerade auch schon gemeldet, Charaktere lügen. Relativ häufig sogar in diesen Runden. Die meisten Charaktere, denen die Jungs bisher begegnet sind, haben gelogen. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alle Details der Geschichte, aber ich weiß, dass, glaube ich, Zocker einer der wenigen war, der ehrlich war. Und die anderen haben, glaube ich, so ziemlich alle gelogen. Gern auf Menschenkenntnis würfeln.
Ich möchte, ja, der sagt, das macht legitim. So, ja. Ich möchte gerne Menschenkenntnis würfeln, ob der uns, wenn wir ihm die Waffe geben, ob der uns dann. Wichtig ist, sag mir deine Werte. Auf was musst du würfeln und was hast du? Menschenkenntnis habe ich, glaube ich, ganz viel. 10. Du darfst nicht gucken, Eddie. Das ich habe Menschenkenntnis wichtig. 10. Verstehst du, ich habe den hier, damit du nicht guckst. 10 habe ich. Okay. Der Buntstift hatte was mit ja, auf was musst du würfeln? Das für mich war das einfach so eine Opa-Onkel-Figur. So. Also, die halt eine echte Beziehung zueinander hatten. Allerdings wollte der, glaube ich, ich weiß auch nicht mehr genau, der wollte eigentlich irgendwie warnen. Oder Svea hat, glaube ich, ist in die Rolle seiner Enkelin geschlüpft oder irgendwie so und heißt gar nicht wirklich Svea, ich weiß es auch nicht mehr. Scheiße, Intelligenz und Charme. Da geht das wieder in die Brüche. Intelligenz? 8. Charme auch. Okay. Aber ist ja erleichtert, weil ich. Ja? 10. Okay. Soll ich mal probieren? Hast du nicht Menschenkenntnisse auch so hoch? Du denkst, ja, ja. Nee, ich habe schon für dich gebracht. Achso, das ist ja richtig. Kannst du das lassen? Achso, ich darf auch. Ja gar nicht selber wissen. Nee. Okay. Ja, du denkst, er hat die Wahrheit gesagt. Also du traust dem. Okay, gut zu wissen. Aber dann sage ich, ey Junge. Absolut so. Ich sag zu ihm, ey Alter, wir können dir die Waffe nicht preisgeben, so, das ist echt saugefährlich, die ganzen Zombies, das ist unsere beste Verteidigungswaffe, Mann, ey, wir müssen irgendeinen anderen Deal finden. Okay, dann bin ich die Stifte. Okay. Die fucking Buntstifte? Ey, Alter, ich habe eine kleine Tochter, ob die mit Buntstiften wo ja, was anfangen kann? Du kriegst die Buntstifte. Sie wollte sie schon nicht, als ich sie ihr geben wollte. Haben wir uns einmal die Buntstifte genauer angeguckt? Am Ende sind es Goldbarren. Ja, in der Pfütze und? Solange das nicht irgendwie... Okay, Buddy guckt sie sich einmal an mit seinem Adler. Wir alle wissen, ist Gold noch sehr viel wert. Ja. So, das sehen wir... Ja, ja, die Zombie-Apokalypse kann ja irgendwann besiegt werden. Okay, dann, ich werfe noch einen letzten untersuchenden Blick auf die Buntstifte, stelle ich irgendwas Besonderes fest? Es sind wirklich einfach, es sind schon sehr geile spitze Buntstifte. Ah, ja, dann und sie sind auch nicht sehr, sehr spitz. Mhm. Aber es sind nur Buntstifte. Ja, ich gebe ihm, ich sage, okay, pass auf, machen wir so. Du gehst und haust hier ab mit den Buntstiften. Schönen Gruß an deine Tochter. Ich komme in 10 Jahren wieder, wenn sie soweit ist. Und konntest du dir nicht verkneifen. Ja, auch da, ich glaube, da war dann für mich so das Ding... Ich habe das erst nachher dazu geschrieben mit diesem Zettel, glaube ich. Ah, da war auch das Ding. Da hätte ich, glaube ich, ihm klarer fragen. Das Problem ist, da hätte ich ja fragen sollen, wie genau schaust du dir die an? Das ist halt auch so ein komischer Moment, wo dann jemand sagt, ich schaue mir die Buntstifte nochmal an. Bedeutet das, er nimmt die alle aus der Packung und guckt sich die einzeln nochmal an, während er mit dem Typen redet und so? Das ist halt dann auch so schwierig. Ich hätte da nochmal sagen sollen, wie viel Zeit investierst du, um dir die anzugucken? Das Problem ist, in der Sekunde, wo ich das frage, weiß er ja, dass er sich die ganz genau angucken soll. So. Hätte ich jetzt gesagt, schaust du dir die richtig genau an, dann hätte er gesagt, ja, ich nehme die alle raus und guck mir die von oben bis unten an. So. Die Buntstifte sind aber offiziell auch ein Plothole. Ja, da ist irgendwo ist da mal ein Plothole entstanden, bestimmt. Herr Röder ist ja Lustmolch. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Was sagt ihr? Ich, hat man mich jetzt gesehen, gehört? Soll ich noch in Sicherheit sein? Wir haben ja verraten, dass du da bist. Ich würde ihn einfach würfeln lassen. Es kann auch sein, dass ich da gewürfelt habe, aber ich glaube nicht. Ja, dann kann ich auch runtersteigen. Dann steige ich runter und sage, Leute, wollt ihr euch das nicht nochmal überlegen? Das klingt für mich zwar wie ein guter Deal, aber das tun ja alle. Fallen im Ersten. Denkt an die Gasse. Ja, hier mal, ja, das ist doch sein Balk. Was soll er mit den Buntstiften denn anschauen? Aber was ist denn im Kofferraum? Ja, das würde ich auch lieber gerne mal wissen. Was ist denn in dem Kofferraum, sage ich jetzt. Ey, Alter, so mein laut. Scheiß halt. Ja, dann zeig den doch mal. Okay. Dann hast du ja selbst Buntstifte. Okay, er geht in Richtung Kofferraum. Oh, da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Leute, haltet ihn auf. Wirklich, vertrau mir. Nicht? Da ist jemand drin. Waffen. Da sind Waffen drin. Weiter? Da sind Waffen drin. Als er zum Kofferraum geht... Kann nicht einer von euch schnell noch was machen? Springt Tore plötzlich aus seinem Versteck. Natürlich. Tore, der kleine Rotzlöffel. Und rammt dem Fremden, Michael, sofort ein Messer in den Hals und nimmt ihm die Schrotflinte ab. Ah, perfekt. Den packe ich, Tore packe ich. Den geworden, ey. Tore packe ich. In dem Moment dreht Tore sich zu euch und richtet die Waffe auf euch. Ja. Der kann doch nicht immer alle anderen reden. Warum muss Tore nicht würfeln? Ach shit, weil wir seine Mutter gekillt haben. Oder nee, Bullshit. Wir haben gesagt, wir kommen zurück, wenn wir das Auto haben. Passt mal auf, zurückkommen am Arsch. Ich sehe den Wagen doch und ich habe den vorher gesehen. Als ob wir da reinpassen mit zu meiner Mutter oder was. Ja, ja und da habe ich gesagt, deine Mutter wurde Schoß, gebissen, Leute. Aber du hättest... Passt mal auf, ihr haltet jetzt schön eure Fresse. Tore. Und du, Maga, du bleibst hier. Und ihr kommt mit und helft mir, die scheiß Barrikaden an der Stadtmauer wegzuräumen. Also, ich gehe doch nicht drauf wegen solchen Lutschern. Klingt wie ein Deal. Eine Frage, stehe ich immer noch oben mit der Dose oder hat sich das erledigt? Nee, du bist mittlerweile unten. Fuck! Ich ganz kurz. Ja, aber jetzt wäre doch der perfekte Moment. Ich würde gerne mal wissen, wie alt der Kleine ist. Für fette Dosen, die Art und Weise, 19. wie er spricht. 19. 19. Der Kleine. Der ist 19? Ja. Wie vorher angekündigt. Krass, das ist, Budi merkt sich's halt. Ja, Budi merkt sich's halt. Schön.
kriegt sogar sein Fett weg dafür, dass er zuhört. Das ist so geil, ey. Natürlich echt. Okay, ja, und jetzt Pattsituation. Pass mal auf, ihr drei steigt jetzt in den Wagen. Moment, das ist aber doch gut für uns. Er will euch zwingen, in den Wagen zu steigen. Warum will uns jeder zwingen, in diesen Wagen zu steigen? Was ist los? Ich möchte, pass auf, ich würde gerne mit ihm reden und ich sage zu ihm, ey, Tore, pass auf, wir haben gesagt, wir kommen mit dem Wagen zurück. Wir sind gerade dabei, den Wagen zu holen und wir wollten zurückfahren, dich zu holen. Das ist mein Ehrenwort. Und dann hättet ihr mich aufs Dach geschnallt, oder was? Nein, in den Kofferraum, aus dem du gerade gestiegen bist. In den Kofferraum? Das ist ein Sportwagen. Da war er nicht drin. Wir finden eine Lösung aus seinem Versteck. Wir ziehen etwas. Ach, der war nicht im Kofferraum. Ja, das habe ich falsch verstanden. Wir ziehen einfach etwas hinter dem Auto her mit Reifen. Also kommen wir alle wie so ein schöner. Ey, pass mal auf, Maga. Wir ziehen dich hinterm Auto her mit Reifen. Ihr seid mir total scheißegal. Ich diskutiere mit euch gar nicht rum. Ihr steigt jetzt in den Wagen. Ja, und dann? Da fehlen Teile. Was soll man damit machen dann? Er zielt halt mit einer Waffe auf euch. Moment, er kann ja mit der Waffe nicht technisch gesehen nicht auf alle gleichzeitig zielen. Ja, wenn ihr da als Gruppe steht, er steht am anderen Ende. Was technisch gesehen kann er nicht auf alle. Technisch gesehen, absolut korrekt, Eddie. 2,5 Meter. Eddies Argumentationskette ist ungefähr mit dem Twitch-Chat diskutieren manchmal. Genau genommen kann er nicht auf alle zielen. Also eine Wagenlänge ungefähr. Also denk dran, du hast jetzt die Waffe noch. Du kannst ihn immer noch bedrohen. Also nicht mit euch, sondern anders. Das hat doch jetzt schon dreimal nicht geklappt. Ja, wir leben noch. Ja, weil uns Hauke noch nicht getötet hat. Weil wir eine Sendung machen. Also ich würde ungern den Bulli zurücklassen, aber... Ja, weil was sein muss. Wenn es nicht anders geht, ich meine, einige Leute sind ja auch aufs Dach geklettert. Moment, technisch gesehen sind wir viel mehr als Eddie. Und bewusstlos im Garten lang. Ich würde auf jeden Fall sagen, ihr seid auf jeden Fall der beste Twitch-Chat, wenn es darum geht, auch mal über sich selber zu lachen. Weil das ist wirklich so am Content kreieren manchmal das, was so schwierig ist. Auch mal einen Witz in die andere Richtung schießen. Es gibt echte Menge Communities, die können so gar nicht über sich selber lachen. Wir wollten ohne mich abhauen. Ich wollte dich aufs andere Dach werfen lassen. Mhm. Das ist ja ein großer Unterschied. Hier, pass mal auf. Hier, Geronimo, komm mal her. Hi, Tore, was geht? Also, ihm näher kommst. Das Besondere an den Buntstiften. Die Buntstifte wurden ja da erst erfunden. Ich glaube, ich habe dann nachher irgendwie reingeschrieben, erst in denen war ein Hinweis, dass Svea gefährlich ist. Und dann dachte ich, eigentlich wollte ich dann in die Buntstifte irgendwie einen Code packen oder so. Da ist irgendwie der Türcode für den letzten Bunker drin oder irgendwie sowas. Und deswegen ist Svea so heiß auf diese Buntstifte. Und deswegen sagt denen auch niemand, dass es diese Buntstifte gibt. Warum diese Buntstifte wichtig sind. Darum wollen alle diese Buntstifte. Schlägt er dich K.O. Immer der Geronimo. Wie soll ich denn ins Auto steigen, wenn er mich einfach fucking nochmal K.O. So, ihr zwei ladet den Magga da ein. Ich nehme ihn endlich. Bedanke mich sogar nochmal dafür. Das war sehr nett. Hätte ich gerne selbst gemacht. Nehm ihn und mach ihn auf den Beifahrersitz. Denn er hat ja keinen Führerschein. Obwohl Nach hinten mit dem. Ja, dann pack ich ihn nach hinten, gib ihm noch einen mit, weil er kriegt. In dem Moment, als du quasi fast fertig bist, gibt er dir von hinten auch einen mit dem Gewehrkolben. Und du bist auch K.O. Okay, in dem Moment stürme ich auf ihn! Mit gezogener Waffe. Also du versuchst es. Ich versuche es! Ich versuche es. Alter, Homie, du hast eine Waffe in der Hand. Ich versuche es gleich auch. Das weiß er nicht. Egal, aber das hat doch schon nicht geklappt. Ich weiß, was ich mit der Kraft meiner Fäuste kann. Ich kann nämlich Kampfsport. Hast du gehört, Ed? Du kannst auch Kampfsport. Wir laufen gleichzeitig auf den los. Er steht halt auf der anderen Seite des Wagens, aber ich will jetzt auch nicht sagen. Nee, warte mal, der hat gerade Schmorf. Er hat ihn gerade gebatscht. Er beugt sich so in den Wagen und er schlägt von der anderen Seite. Er ist schon halb im Wagen, sag ich. Deswegen, in dem Moment laufen wir beide zeitgleich los. Double Tag Team Action. Einen von uns erwischt. Fand ich auch geil, eben als ich Ede angesprochen hat, als ich Pudi angesprochen habe, bist du so. Hast dich so um, was? Ja, okay, also. Immer bereit. Er schreckt hoch und drückt sofort ab und trifft dich ins Bein. Komm. Pudi. Zacharias, ja. Ist das so eine fiese Wunde? Das war's mit Klettern. Ein bisschen Schwund ist immer. Mhm. Oh, geil. Das können wir noch schnell machen. Ja, komm, Das ist Oberhammer, ja. Das sind die Karten. Hier sind die Gegenstände, die ihr schon gemacht habt. Das ist einmal Tussi on Tour Werkzeugkoffer. Hat jemand einfach so ein Amazon-Ding ausgedruckt, ohne Text und alles. Oh Mann, ey. Manchmal denkst du auch, ich dachte, ich hätte das halbwegs brauchbar erklärt. Was ist das denn? Wann haben wir den denn bekommen? Den verstehe ich echt auch keinen nicht. Sinn. Aber man kann ihn immer gebrauchen. Das ist die Pistole, ist die beste Waffe der Welt, die ich zurzeit habe. Nee, die hat keine Patrone, aber macht nichts. Die hat keine Patrone. Cool. Da ist Blut im Lauf. Woher ist denn das Zitat? Weiß man nicht. Hat er sich ausgedacht. Gut. Und die Heizplatte. Ach, das ist doch hier, weil die Schröck hat immer benutzt, wenn er Musik macht. Ja, genau. Mhm. Einmal habe ich meine Hand darauf gelegt. Ich war seitdem nie wieder ich selbst. Tom die Wache.
Sehr gut. Sehr gut. Gar nicht sehr so schlecht. Dankeschön. Die machen wir wunderschön. Die machen wir wunderschön und dann gibt's die signiert. So. Aber der arme Buddy ist jetzt. Ich glaube nicht, dass wir das gemacht haben. Muss man leider ehrlicherweise sagen. Ist leider ins Bein geschossen worden. Wer hat denn? Du hast die Halsplatte. Gib sie mir bitte. Kannst du mir die Ersatzkarte? Ja, sehr gut. Die Wunschstift ist ja auch weg. Genau. Mal ganz abgesehen davon, was die Buddy Vokabulator ist, schön. Der Vokabulator hat 10 Euro dagelassen. Wäre fast untergegangen. Sorry, sorry, sorry. Vielen lieben Dank dafür. Ja, langsam wird's auch lang, muss ich gestehen. Also ich werde langsam müde. Auch aber ein interessanter Part so dieser Geschichte ist. Was ist denn nun mit mir und meiner Aktion, Kampfsport an Tore auszuüben? Okay. Während Buddy, er hat ja jetzt geschossen, ist also hilflos meinen Schlägen ausgeliefert. Wie fast alle Leute eigentlich. Es hat nicht immer gut geklappt. Gut, dann würfel mal auf Kampfsport. Gerne. Oder Faustkampf, darfst du ja auch so. Willst du ihn schlagen oder treten? Ich will ihn töten. Ich merke, wir haben ungefähr eine Basis, auf der wir kommunizieren. Ja, so ein bisschen. Gut, ich gucke. Ringen-Faustkampf habe ich ja gar nicht, weil du erinnerst dich, dass ich dich vorhin gefragt habe. Sondern hast du Kampfsport? Ich habe Kampfsport. Also ich glaube, möchtest du versuchen, ihn zu treten? Ich möchte, Kampfsport ist nicht automatisch treten. Möchtest du mit dem Schraubenzieher hauen oder möchtest Nein, ich möchte Kampfsport benutzen. Okay, dann möchtest dann du Kampfsport. Wieso haust du nicht mit dem Schraubenzieher? Dann machst du einen Chokeslam. Eine gute Waffe. Ich bin ja Er möchte das. Lass ihn. Oh. Schraubenzieher in der Hand und Kampfsport habe ich 8. Das macht tatsächlich mehr Sinn gerade, dass er Kampfsport benutzt, weil er damit viel besser ist. Also ist gar nicht so dumm gerade. Da ist das Regelwerk, hat da einfach Lücken, weil es natürlich Quatsch, dass er mit Kampfsport stark ist, aber mit Kampfsport nicht diesen, in irgendeiner Weise den Schraubenzieher dann einsetzen kann. Klar, ist was anderes, aber einen leichten Vorteil hätte man nicht. Kampfsport plus Schraubenzieher machen, so eine Art Eskrima. Du Spacko! Na gut. Dann wir gehen bei Kampfsport mit dem Plan als Ziel. Okay, Kampfsport ist diesmal meine Choice. Okay, dann musst du das einmal hinten eintragen. Welchen Wert hast du bei Kampfsport? 8. Gut, dann darfst du die 8 frei auf deine Attacke und Dings Basiswert verteilen, so wie eben quasi. Attacke und Basiswert sind... Attacke, Angriff, Basiswert ist 11. Das ist sogar ziemlich viel. 11 und 11. Und da darf ich nochmal je 8 Punkte, genau. Nämlich 4, 4 sind 15, 15. Was schon extrem gut ist. Was sehr gut ist. Das ist sehr gut. So, Waffe, Faust. Nee, Kampfsport. Besser als Faust. Kampffaust. Fist of Fury. So, das steht, glaube ich, was ist wirklich da für auf seinem Bogen. Kampffaust. Ne? Doch. Ach nee, ein Drittel von Gewandtheit. 1W6 plus ein Drittel deiner Geschicklichkeit. 1W6. Und du hast 12, also 4. 1W6 plus 4 ist dein Schaden. Ach so, das ist der Schaden. 1W6 plus 4. Erstmal musst du darauf würfeln, ob du die Attacke schaffst. Siehst du? So. Inni ist 9. Jetzt wird's spannend, Jungs. Komm, was muss ich machen? Du musst 15 oder weniger würfeln. Komm, easy. Gott, ich weiß genau. Nein. Es gibt keine Zahlen 16. Es ist doch zum Kotzen! Gott! Es ist so zum Kotzen! Alles, was mit Gott! Wieso habe ich immer so Pech? Das war ein echt guter Wert. Das war schon sehr schwer zu verhauen. Ich finde es gut, wenn Leute mal dich malen würden in Aktion. Ah! Charakter beim Kämpfen. Du schlägst zu, aber leider... Habe ich keinen Bonus noch? Aber leider prallt dein... Nee, hast du nicht. Aber leider prallst du mit dem Knie an der Autotür ab und verfehlst daher dein Ziel. Tore schießt rum und richtet seine Waffe auf dich. Buddy? Ja? Du bekommst übrigens 3W6 Schaden. Alter, aua. Und dein Bein ist so verletzt, dass du nicht aufstehen kannst. Ich kann nicht kämpfen. Nee. Ich bin schon müde, aber das muss ich einfach nur im Aufschreiben. Das war jetzt wichtig. Dann sind wir Game Over. Ich habe aber zugehört. Er hat seinen Wurf verhauen. Im Kofferraum oder bewusstlos? Ey, ich kenne mich aus dem Bewusstlossein. Ich weiß, dass das vorübergeht. Und als du dir gerade ans Knie fasst und vor Schmerzen zusammenzuckst, kriegst du auch einen saftigen Gewehrkolben in die Visage. Natürlich. Natürlich. Na klar. Dieser Typ hat jetzt 3 Leute mit einem... Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da geschummelt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass ich den da stärker gemacht habe, als er eigentlich ist, weil das für mich einfacher war, die Runde so zum Abschluss zu bringen. Weil wir wieder in Zeitbedrängnis kamen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Schissenste Navy Seal, den ich je gesehen habe. 3 Unbewaffnete quasi. Ey, aber das heißt doch jetzt, der zaudert mit uns ab und Buddy bleibt blutend liegen, oder was? Du siehst zu. Hast die Angriffe von dem Typen ausgewürfelt? Ich denke mal... ihn in den Wagen lädt. Ja, für mich ist die Story halt immer Prio 1 so. Akkurates Rollenspiel ist Prio 2 oder 3. Aber der Wagen kann ja gar nicht fahren. Der ist ja gar nicht fahrtüchtig, der Wagen.
Vielleicht hat er den ja repariert. Der Wagen. Der doofe Tore oder was? Er versucht den Wagen anzulassen und der Wagen springt davor an. Und der Wagen rollt aus der Fronttür, er stößt sie leicht an und die geht auf. Habe ich einen Kratzer im Und du siehst, wie der Wagen in Richtung Osten der Stadt davonrollt. Und hier endet unser Abenteuer. Moment, ganz kurz, Budi ist raus? Das ist aber ein ganz schöner Downer. Er ist noch zurück. Wow. Du kannst ja auch sehr schnell rennen. Deswegen. Ich hab mein Bein ist kaputt vielleicht. Ich meine, weißt du, ganz ehrlich, du bist nicht George R.R. Martin. Das ist nicht Game of Thrones. Du musst nicht die Helden töten. Muss man nicht machen. Das war's jedenfalls. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Du lebst noch. Du lebst noch. Ja, alle leben noch. Aber ich lebe noch. Aber ich habe die Schuld für ein Leben. Was ist das für ein Leben? Mit einem Bootylosen, mit einem fußlosen Booty. Keiner mehr, der sich die Umgebung anguckt. Naja, fußlos ist er nicht. Er wurde angeschossen. Naja, Bein, vielleicht hat sogar die Arterie. Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch macht. Wir haben wirklich alles versagt. Selbst diesen Kampf, den wir gewonnen haben, da haben wir regelmäßig versagt. Aber was? Ist eine wichtige Erkenntnis. Was ich jetzt nicht verstehe, zwei Sachen. Ihr liegt im Kofferraum. Warte mal. Nee, nicht im Kofferraum. Nee, 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 auf der Rücken. Ein bootyloser Fuß, ja, ein bootyloser Fuß. Ein bußloser Fuß. Ja, wir haben so eine kleine Sportbank. Jetzt guckt auch keiner mehr nach, weil das Abenteuer ist zu Ende, was in dem Kofferraum ist, oder? Aber da ist sicher fürs nächste Abenteuer irgendwas Hilfreiches drin. Vielleicht. Okay. Na gut. Und der Typ ist jetzt auch nicht tot, aber warum hat er uns das Auto gegeben? Das verstehe ich nicht. Der andere Typ, ja, weil er seine Tochter suchen wollte. Ja, aber das ergibt doch alles. Ich kann nur sagen, es gibt Informationen, die ihr halt nicht erhalten habt, weil ihr bestimmte Wege nicht gegangen seid. Ah, okay. Das akzeptiere ich. Wo bin ich denn jetzt? Ich liege noch in der Garage neben Budi. Alles aufgeschrieben habe. Was? Ihr drei seid mit Tore abgehauen. Ach, ich bin auch liege blutend in der scheiß Garage, aber ich habe zum Glück ziemlich viele gute Werte auf Überlebenstechnik und über mechanisches und technisches Wissen. Das heißt, ich bin in der Werkstatt. Ihr seid auch noch nicht aus der Stadt. Der Wagen ist halt erstmal nur davongefahren sozusagen. Danke an Ronny Berger live. Du kommst tatsächlich jetzt, wo wir gerade so gut wie durch sind mit dem. Auch wenn vielleicht noch das Was-wäre-wenn gucken. Wir schauen gerade alte Pen and Paper. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für den Raid. Jetzt, wo wir so rollen, kann ich mir auch vorstellen, mein Name ist Steffen Mossmann. Mein Name ist Geronimo Röder. Herr Röder, das ist aber schön. Alles klar. Mal, sag mal, welches Spiel muss eigentlich erfunden werden, dass ich mal gewinnen kann, wenn nicht mal Würfeln klappt? Maverick Bird. Ja, danke. Also, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir eine wunderschöne Abmoderation für einen wunderschönen Abend machen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Können wir da kurz würfeln, ob wir die machen wollen? 5, verdammt. Ja, das ist sehr gut, da musst du machen. Scheiße. Nee, also es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Es war echt cool. Ich hoffe, es hat auch irgendwie der Community so viel Spaß gemacht. Und ich fand es richtig, richtig geil, wie viele Leute mitgemacht haben. So, auch, dass ihr echt Karten eingeschickt habt. Und wir machen auch die Karten, die jetzt sonst versprochen wurden, noch fertig und so. Und machen die einfach richtig hübsch und schauen einfach mal. Und fand es richtig, also ich war echt positiv überrascht. Ich dachte so, ja, dieses Voting, vielleicht finden das alle nur so semi-geil. Und vielleicht sind alle enttäuscht, dass sie ein eigenes Regelwerk spielen. Ja. Aber es ist echt alles ganz cool gelaufen. Und ihr habt auch toll mitgemacht. Es war sehr erfrischendes und wunderschönes Chaos und das letzte Wort lasse ich bei euch, glaube ich. Ja, Hauge. Du erklärst nochmal für alle anderen irgendwann diese genau, das nehmen wir jetzt vielleicht noch auf und das kommt dann auch noch. Die Wege und Fahrten. Das haben wir, glaube ich, in der Pause spontan entschieden, dass es was wäre, wenn geben sollte. Das war ursprünglich nicht geplant. So. Also war ursprünglich das nicht fester Plan dieses Formats, dass es ein was wäre, wenn gibt. Okay. Genau, ich erkläre nochmal so ein bisschen, wie so ein Abenteuer aufgebaut ist, was ihr alles quasi nicht gefunden habt. Ihr habt an vielen Stellen ja auch Sachen ganz anders gemacht. Das wäre, wenn wir auch richtig waren, lang. Das erste war richtig lang, glaube ich. Weg genommen habt, 40 Minuten oder so. Ja. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ungefähr ein ziemlicher Cliffhanger. 4 Millionen Euro und dann produzieren wir den Film für euch, wenn ihr wollt. Ja, ich würde gerne, dass Leute das direkt nachproduzieren. Ich würde es gerne als Zeichentrick sehen oder auch nur als Comic. Sehr immer von geträumt, hat nie geklappt, glaube ich, so richtig. Wir haben mal einen Piloten gesehen, der ist dann auch super cool gewesen, die ersten paar Sekunden dran gearbeitet, ist dann irgendwie nie was geworden. Nochmal ein Pilot, irgendwie, also ein paar Sachen von gesehen. Ich weiß nicht, ob es da immer noch was gibt, ob das irgendwie immer noch läuft, aber eine Verfilmung von Tears ist irgendwie was, das glaube ich, ich weiß nicht, ob das jemals das Tageslicht erblicken wird. Lustig. So viel ist ja auch eigentlich fallt ihr nur vom Dach. Die ganze eigentlich ist das einzige Pech. Geronimo Röder kriegt auf die Fresse. Einfach nur Slapstick. Leute lassen ihn vom Dach fallen, Leute springen vom Dach auf ihn runter, Leute schlagen ihn K.O. oder er schlägt sich selbst K.O. durch moralische Zwiespälte. Wobei die war mega gut, das wäre wenn zu machen. Wie gesagt, das haben wir irgendwann kurz vor der Sendung oder während der Sendung entschieden oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber es kam relativ kurzfristig, die Idee. Also das meiste an Pen and Paper, wie es heute aussieht, also wie die erste Sendung und die ersten paar Sendungen aussahen, waren relativ spontane Entscheidungen. Buchstabensuppe hier, die Buntstifte, die ich mitgenommen habe, ne? Die haben uns ja hinterher noch was gebracht. Welche Buchstabensuppe? Ja, hier die Buntstifte da, die ich... Also er hat definitiv recht, wenn ihr die nicht gehabt hättet, hättet ihr nichts gehabt, das den Tausch, womit er zufrieden wäre. Und wie wäre es dann geendet? Tja.
Noch schlechter. Sehen wir gleich in dem coolen Video. Und jetzt ist Schluss. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Es war danke, danke für alle. Danke, danke. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Danke auch da draußen, dass ihr mitgemacht habt bei diesem kleinen Versuch. Super gut. Wie ist die Chance, wenn man jetzt, wie niedriger als 15 treffen muss? Wie sind dann die Chancen? 1 zu 4. Als Fazit bist du der schlechteste Navy Seal. Also 75% Erfolgschance. Und trotzdem verloren. Ja. Was sagt das über mein Karma aus? Tja. Tschüss! Tschüss!